Ja, herzlich willkommen zurück hier im Hamburg 1 Frühcafé in der Rubrik Moin Moin und an der Stelle Moin Moin. Boris. Ja, Moin Moin, hallo Berlin vor allen Dingen auch. Wir hatten ja aufgrund der Tatsache, dass der Kollege Marco krank ist, konnten wir in den letzten Tagen die Berliner Verkehrsnachrichten und auch die Sonderangebote in Berlin nicht so richtig aufarbeiten. Das werden wir dann ab übernächste Woche wieder machen, genau, wie sich das gehört, damit ihr wieder regelmäßig die Sonderangebote aller Supermärkte sozusagen bekommt und eben die Verkehrsnachrichten. Ja. Aber er ist überraschend ausgefallen. Wir wünschen ihm von hier gute Besserung und wir ziehen es trotzdem durch. Ja. Ich habe heute Morgen schon mehrfach über eine Sache gesprochen, da wollte ich mit dir auch nochmal drüber sprechen. Und zwar das Tierheim an der Süderstraße. Die haben jetzt einen Aufnahmestopp. Ab kommendem Freitag, also ab übermorgen bis zum 2. Januar, werden keine Tiere vermittelt. Grund ist, dass man nicht möchte, dass Tiere als Weihnachtsgeschenke verschenkt werden, weil das häufig wohl passiert, dass die Leute sagen, okay, ich brauche noch ein Geschenk für meinen Neffen, da hole ich einen kleinen Hund. Ja. Dann sagt der Neffe, okay, ist süß für 2 Wochen und dann landet der Hund auf der Straße oder wieder im Tierheim. Und da ist dem Hund nicht mitgeholfen und dem Kind auch nicht wirklich. Und du hast ja selber Hunde. Ja. Und ich hatte heute Morgen schon mehrfach erzählt, dass Hunde auch sehr viel Arbeit sind und man sich das sehr gut überlegen muss, bevor man sich einen Hund anschafft. Ja, das siehst du an meiner Frau. Wir haben für uns das überraschend, das passiert immer wieder. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten läuft uns irgendwie ein Hund zu. In den letzten Jahren war es immer so, dass Pro Kanalbar angerufen hat. Pro-Kanalbar.org. Das ist eine ein Tierrettungsverein aus Italien, aus den Abruzzen. Da gibt es großartige Hunde, Maramanus. Die sind nur was für Leute, die ein Grundstück haben und ein bisschen draußen wohnen. Das sind Herdenschutzhunde. Ganz tolle, wirklich ganz, ganz tolle Hunde, die sich nicht zum Spielen, Stöckchen holen und eignen überhaupt nicht. Die interessieren sich nicht für andere Menschen, die interessieren sich nicht für andere Hunde. Die interessieren sich einzig und allein für die Familie und die beschützen sie auch. Und wenn Besuch kommt, ist es ein bisschen anstrengend, weil man muss den Besuch immer im Arm nehmen, dem Hund zeigen, dass man den Besuch gerne mag und so. Das heißt, also wir sind Hunderettungserfahren und es ist immer so, dass kurz vor Weihnachten irgendjemand aus Italien anruft und sagt, Signore Brande, schönen guten Tag und wir haben den letzten Tiertransport für dieses Jahr vorbereitet und alle Tiere sind untergekommen, außer die kleine Susi. Die kleine Susi muss bleiben den ganzen Winter über alleine hier bei uns in die Berge. Ohne Essen, ohne Trinken. Außer wenn Sie, Herr Brandt, sich bereit erklären würden. Und so. Und so sind wir dann zu ein paar Hunden gekommen die letzten Jahre. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr ran, wenn es klingelt. War aber nicht nötig, weil wir haben schon 3 Hunde. Wir hatten 4 und einer ist dieses Jahr gestorben. Und dann hat ein Freund von mir, der in der Türkei war mit seiner Lebensgefährtin und hat da in einem Tierheim, glaube ich, oder so, ein Hund, also es ist fast ein Hund, würde man sagen, nämlich ein Mini-Zwerg-Pinscher mitgebracht, weil der ist ja so süß. Ja. Halb Hund, halb Maus. So süß, genau. So eine Fußhupe, so groß nur. Ja, und er kann sich aber nicht, tatsächlich ist es so, dass sie haben ihn ja sozusagen gerettet, aber sie können sich nicht richtig drum kümmern. Und dann war irgendwann die Frage, ob ich ihn kaufen möchte. Erst für 1.000 Euro, dann für 500 Euro. Und habe gesagt, nee, ich kaufe keinen Hund, bestimmt nicht. Aber ich rette gerne, wenn Not am Mann ist und so. Und irgendwann war dann die Wahl zwischen mir und einem Shisha-Bar-Besitzer, glaube ich, der den Hund kriegen sollte. Da habe ich gesagt, nee, der Hund kommt nicht in eine Shisha-Bar, den nehmen dann wir. Ja. Dann haben wir uns ein Geschenk bekommen. Musste erst mal zum Arzt, weil er Milben hatte und sowas alles. Und wir haben wieder einen aufgenommen vor Weihnachten. Aber wir wissen, was wir tun. Und ich kenne viele, viele Menschen, die gerade in der Corona-Zeit auch sich dann ein Tier, weil sie plötzlich Zeit hatten und Langeweile, haben sich aus Einsamkeit irgendwie ein Tier besorgt. Und das haben sie dann schwer bereut, weil danach dann der Arbeitgeber gesagt hat, also mitnehmen mit Hunden ist schwierig und so weiter. Und dann nehmen da plötzlich alle Hunde mit. Ja, wenn du in einer Firma vorher 0 und plötzlich 8 Hunde hast, ist da schon auch ein Durcheinander. Stimmt. Und es ist ja wie Rauchen. Also es ist ja auch die Arbeitszeit sozusagen, die drauf geht und die man irgendwie auch verwalten und nachhalten muss. Und bei Hunden ist das im Gegensatz zum Rauchen, das kann man machen, wann man will und wenn es passt. Mit Hunden nicht. Der Hund muss jetzt raus. Und wenn du was Wichtiges zu tun hast, lenk dich das ab und so weiter und so fort. Kann ich lange Vorträge halten. Ja. Fakt ist, Hunde oder Tiere überhaupt zu haben, ist total toll. Ist für die Familie toll, ist für die Kinder toll. Super. Aber es will wirklich überlegt sein und zu Weihnachten ist es kein tolles Geschenk. Das muss man ehrlich sagen. Abgesehen davon, wann will ich denn diesen Hund dieses Jahr zu Weihnachten wo abholen? Weil am Sonntag ist ja Heiligabend und am Sonntag haben alle Geschäfte zu. Das heißt, du musst ihn ja schon vorher holen. Du musst ihn schon vorher Das heißt, wenn du am Samstag, verstecken. So jetzt holst du also ein Tier am Samstag und das Erste, was dieses Tier erlebt, ist irgendwo im Keller versteckt zu sein, das ist ja völlig durchgestellt, das geht überhaupt nicht. Das stimmt. Und das Schlimmste ist ja nach Weihnachten. Also ich habe mich gewundert, dass das Tierheim nicht systematisch auch da, sag mal, Aufklärungsarbeit leistet.
und davon eben nochmal deutlich und laut auch abrät, sich Tiere zu Weihnachten zu schenken. Aber das Schlimmste ist ja nach Weihnachten, wenn diese ganzen Menschen, die dann doch irgendwo Tiere bekommen haben oder kurz vor Weihnachten schon Tiere bekommen haben, die dann alle ihre Tiere zurückgeben, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und es ist für, ja, für das Tierheim auch furchtbar, weil das muss man sich mal leisten können. Richtig, zurückgeben schlimm. Im allerschlimmsten Fall werden die ausgesetzt. Genau. Um sich nicht damit konfrontieren zu müssen, genau, dass das Tierheim dann im Zweifel sagt, hätten sie sich den Hund mal nicht geholt, sondern, ja, man setzt ihn an der Autobahnraststätte oder sonst wo. Auch das immer wieder Thema bei uns, dass das Thema in der Süderstraße auch komplett überlastet ist dadurch. Ja. Ich habe einen Freund in Berlin, der hat mir erzählt, dass, das war das letzte, vorletzte Woche haben sie in Berlin, ich glaube, Hunde, die einfach irgendwo festgemacht werden und dann da länger stehen und keiner weiß, wem sie gehören, haben sie irgendwie in einer Woche 18 Hunde gefunden. Und alles junge Hunde und alle irgendwo festgemacht. Also früher hat man mal gesagt Autobahntankstelle oder so. Ne? Ja. Das war aber einfach in Berlin, im Stadtgebiet von Berlin, finde ich auch ganz furchtbar. Warum macht man sowas? Also wenn, dann wenigstens zum Tierheim. Aber man kann sich ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen bemühen, jemanden zu finden, wenn man sich selber schon vertan hat. Ich finde das ganz schlimm. Ja, Wahnsinn. Es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es war sogar dieses Jahr, dass eine Schlange in Hamburg ausgesetzt wurde. Der gesagt hat, er hat sich eine Schlange gekauft, ja, wollte dann nicht mehr, ja, und hat die dann an irgendeiner U-Bahn-Station. Und dann kommst du morgens in die Bahn und dann liegt da so eine Anaconda rum. Das wird es nicht gewesen sein, aber so. Also das, da muss man schon sehr durchgescheppert sein. Da muss man schon ziemlich durch sein. Aber ja, es gibt anscheinend immer mehr durchgeschepperte Menschen. Es gibt viele Sachen, die ich nicht mehr verstehe, wo man sich fragt, wo haben die ihr Herz gelassen? Ja. Also egal, was für ein Tier das ist, aber einfach auszusetzen und sich nicht mehr drum zu kümmern und zu denken, jetzt ist das Thema durch. Ich meine, ich würde ja mal dran denken, egal an welchen lieben Gott ich glaube, ja, aber irgendjemand da oben, der das sieht, was ich da gerade mache, da wird mich der Blitz treffen. Also. Das stimmt. Ja, insofern eine gute Aktion vom Tierheim. Ja. Können wir, glaube ich, approven. Hamburg 1 approved. Absolut. Absolut. 100% approved und unterstützt. Sehr gut. So. Und so, ich würde mich jetzt schon mal bereit erklären, wenn dann diese Welle kommt und die Tiere kommen zurück ins Tierheim nach Weihnachten, dass wir dann ein Special machen, dass wir auch hingehen zum Tierheim Süderstraße. Und das Gleiche machen wir auch in Berlin. Hingehen und einfach probieren, die Hunde, die jetzt gerade eine Familie hatten, dann wieder rausgeschmissen worden sind und jetzt im Tierheim landen, dass wir probieren, die möglichst schnell zu vermitteln, weil das, für die ist das natürlich ein furchtbarer Schock. Also erst weg von der Mutter, wenn das junge Hunde sind, und dann rein in eine Familie und dann wieder ins Tierheim, das ist ganz furchtbar. Da muss man sehen, dass die ganz schnell ein neues Zuhause finden, und da sollten wir uns ernsthaft drum bemühen. Das stimmt. Genau, du hast noch einen Gutschein mitgebracht. Habe ich mir sagen lassen? Du hast darauf spekuliert, dass du den Gutschein bekommst, aber du hast den Gutschein nicht verdient. Und das muss ich hier mal ganz deutlich sagen, weil du hast dich öffentlich und mehrfach und so, dass es als Gerüchte hier im Haus schwer über dir hängt, gegen Breitkorthosen ausgesprochen. Kann sogar weggelassen werden. Ich habe mich gegen, ja, Korthosen allgemein ausgesprochen. Grundsätzlich gegen Kort. Grundsätzlich gegen Kort. Mhm. Als Stoff einfach auch. Ja. Warum? Ja. Weil es so. Ich weiß auch nicht, also ich muss auch direkt dazu sagen, ich habe noch nie, glaube ich, eine Korthose gehabt. Aber es kommt, weißt du, kennst du sicher Thorsten Sträter? Ich kenne Thorsten Sträter. Also, großartiger Comedian, ja, in meinen Augen. Ja. Und der hat das mal in meinem Kopf ausgelöst, dass er sich gegen Korthosen ausgesprochen, ja, hat. Und ich habe die Meinung dann zu 100% übernommen, mhm, weil ich immer grundsätzlich alles übernehme, was Thorsten Sträter sagt. Mhm. Na okay, und, das ist interessant. Genau. Und das ist praktisch die, das ist ja, das ist Ideologie. Du übernimmst einfach von irgendjemandem kritiklos irgendwas. Das ist gewisserweise, ich bin ja nicht gläubig, aber, ja, insofern ist gewissermaßen. Du bist Sträter-gläubig. Ich bin Sträter-gläubig. Du bist genau. Wann war es nochmal? Irgendwann im nächsten Jahr, im Februar, glaube ich, bist du auch dann in der Barclaycard? Da ist er da? Ja. Das siehst du, das weiß ich natürlich. Aha. Genau. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir jetzt schon oft sagen lassen, dass Korthosen doch sehr bequem sind. Und was hat jetzt Thorsten Sträter dir bezüglich Korthosen eingeredet? Dass sie einen sehr alt machen. Ja? Ja. Aber das ist ein totaler Irrglaube, weil Korthosen heute, und zwar wenn sie unten ein bisschen zu lang sind und dann mit Sneakern getragen werden, ist total hip. Also nur die Fittesten, die am hipsten und allerhipsten sind, tragen solche Korthosen. Also wie ich zum Beispiel. Ja. Ich will das mal kurz demonstrieren. Hier ist eine Korthose, ist nicht mal Breitkord, ist ganz normaler Kord, man kann das hier sehen. So, und dann natürlich unten ein bisschen länger und dann mit diesen Sneakern zusammen. Das trägt man so. Ja, also dir steht's. Du, auf der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Nee, deswegen, also es wäre so gewesen, wenn du das nicht gesagt hättest, dann hätte ich vielleicht auch dich in diese Verlosung mit reinbringen können. Aber nein, die Geschichte. Genau, du hast versagt, du kriegst diesen wunderbaren, großzügigen Gutschein gleich nicht. Aber ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, ja, wir sind hier in der Ferdinandstraße, in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hamburg.
Und ich habe früher gearbeitet in der Seilerstraße, das ist auf St. Pauli. Und mein Tagesablauf war immer so, dass ich morgens losgefahren bin, gerne ein bisschen früher. Dann bin ich da in die Lagerstraße gefahren, da ist das Café Elbgold. Sehr feiner Kaffee, ganz feiner Laden, schöne Backwaren, auch noch so Bagels und sowas, alles haben die da. Und es gibt eine Zeit im Jahr, nämlich dann, wenn die OMR ist, dann geht man halt lieber nicht hin, weil dann stehen lauter Leute mit diesen Riesenschildern, dass sie bei der OMR sind, schon morgens um 7 Schlange und du musst 4 Stunden auf deinen Kaffee warten. Da gehst du nicht hin, aber grundsätzlich mal bin ich da. Im Übrigen überall in Hamburg. Überall in Hamburg, da kann man eigentlich nirgends hingehen. Ja, genau, stimmt. Wobei es eine tolle Veranstaltung ist, das muss man auch mal sagen. Und da haben wir auch eine schöne Aktion, kommen wir gleich nochmal zu mit denen zusammen im nächsten Jahr. Was ich sagen wollte, aber ist das, also das war das Elbgold, da war mein Tag immer so, morgens früh ins Elbgold hinsetzen, erstmal in Ruhe Zeitung, gucken, was man für Mails bekommen hat und so mich so ein bisschen in den Tag reingleiten lassen beim schönen, leckeren, wirklich mit Liebe zubereiteten Kaffee. So, jetzt bin ich in der Ferdinandstraße, jeden Morgen. So, komm hierher, zu früher Stunde und das Elbgold macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt muss ich eine neue Heimat, eine neue Kaffeeheimat suchen. Und du wirst es nicht glauben, hier bei uns schräg gegenüber, du weißt es, ist ein Café. Das Café heißt Brühwerk. Und die Kollegen wissen, glaube ich, nicht, dass ich jetzt Werbung hier für die mache, aber ich mache es einfach aus Überzeugung. Dieses Café schräg gegenüber von uns, das Brühwerk, das ist wirklich ein gutes Café mit einer richtig guten Atmosphäre, mit tollen Leuten und einem sehr leckeren Kaffee. Und sie haben auch noch so Matcha-Tee, habe ich neulich mal probiert. Das ist auch ein richtiges Geschmackserlebnis. Kennst du das? Ach, nee. Ja, so richtig so mit schaumig geschlagen. Mit so, das ist ganz, ganz feiner, grüner, japanischer Tee. Und schaumig geschlagen mit so Milch und so. Also das ist wirklich, war richtig lecker, bin ich eingeladen worden zu. Und sie haben auch, das muss man auch sagen, Franzbrötchen ist ja ein großes Thema, auch hier bei uns. Und sie haben auch sehr leckere Franzbrötchen. Und dann habe ich neulich mit dem Kollegen, der arbeitet, gesprochen und habe mich so ein bisschen über Kaffee unterhalten und über Kaffeekultur und so. Und dann habe ich erzählt, was wir hier machen. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, dann machen wir das so, dann gebe ich dir für deine Kollegen oder für irgendwelche Zuschauer oder so, gebe ich dir einen Gutschein mit. Und dann habe ich einen Gutschein bekommen. Da schau an. Da ist der Gutschein. Und ich glaube, es steht nicht drauf, aber es steht nirgendwo drauf, aber ich glaube, es sind 25 Euro. Und diesen Gutschein würde ich sagen, verlosen wir jetzt. Würde ich auch sagen. Und jemand, der den haben möchte, wie kommt der an den Gutschein ran? Was würdest du sagen? Der muss uns eine Frage beantworten. Ja. Und die Antwort an moinmoin@hamburg1.de schicken. moinmoin@hamburg1.de. Genau. Ja. Kann er das auch direkt im Chat machen bei YouTube? Das kann er. Das könnte er auch machen, oder? Von mir aus kann er das auch direkt im Chat machen. Wie heißt denn die Frage? Das ist die Frage, ja. Okay, die Frage heißt, pass auf. Es muss eine Kaffeefrage sein eigentlich. Ja, es müsste eine Kaffeefrage sein. Es gibt zwei Sorten Kaffee. Es gibt Robusta und es gibt... Genau. Was gibt es für zwei Kaffeesorten? Was gibt es für zwei Kaffeesorten? Robusta und... So. Siehst du, selbst wenn ich in der Verlosung wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Hättest du keine Chance gehabt? Nee, ich bin aber auch kein Kaffeetrinker. Okay. Insofern ja, es gibt zwei Sorten, zwei Kaffeesorten gibt. Es gibt einmal diesen Robusta. Ja, das eben. Ist der, wie der Name sagt, ein bisschen robuster. Ich glaube, er ist schärfer und koffeinhaltiger und er ist nicht so mild und fruchtig und so, wie wir es gerne haben, wie den Kaffee, der andere Kaffee. Also nicht Robusta, sondern der andere Kaffee. Eben. Und derjenige, der uns die Frage beantwortet, der bekommt diesen schönen Gutschein und kann dann rübergehen ins Brühwerk und kann sich da verwöhnen lassen. Ja. Ist tatsächlich, also meine ich, ich wollte hier keine Werbung machen, aber ich wollte es einfach gesagt haben, weil es wirklich ein toller Laden ist und weil es mich sehr freut, dass ich zumindest eine kleine Kaffeeheimat habe jeden Morgen. Das stimmt, ja, das braucht der Mensch. Und eben dieses Franzbrötchen ist schon auch sehr lecker. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, ehrlich gesagt. Ob Sie das von den Kollegen von der Braker Mühle haben, ob Sie das hier irgendwie aus Hamburg Schanzen, Bäckerei oder so. Ja, wenn es so lecker ist. Ja, das ist sehr lecker, die sind so ein bisschen kleiner. Aber sehr fluffig, fluffig, cremig, karamellig, zimtig. Alles das, was ein Franzbrötchen hat. Und wir als das Franzbrötchen unter den deutschen Fernsehsendern können das beurteilen. Ja, absolut. Wer, wenn nicht wir? Ja. So, genau. Das ist dieser feine Gutschein. Den werde ich jetzt sozusagen hier hinlegen. Sehr gut. Die Frage ist, die spannende Frage ist, es gibt zwei Sorten Kaffee. Einmal Robusta. Und was gibt's noch? Und was gibt's noch? Ja. Entweder in den Chat oder an moinmoin@hamburg1.de. So machen wir das. Genau. So, sollen wir zwischendurch ein bisschen Nachrichten machen? Ja, wenn der Nachrichtenblock, nicht, dass die Menschen den zu oft sehen, weil das langweilt ja dann auch, aber das stimmt. Wie lange ist es her, dass du den Nachrichtenblock zum letzten Mal gezeigt hast? Ja, mittlerweile ist es ein Weilchen her, weil wir ja auch einen sehr interessanten Talk noch zwischendurch hatten. Ja, es war sehr spannend, stimmt. Also insofern bestimmt... Lass es eine Dreiviertelstunde sein. Wir müssen jetzt Nachrichten gucken, ganz dringend. Für alle, die später gekommen sind, sollten jetzt Nachrichten gucken. Sehr gut. Also genau, die wichtigsten Nachrichten aus der Stadt im Überblick. Ja.
Die letzte Generation äußert sich zu den Schadensersatzforderungen in Höhe von 740.000 Euro. Die Summe war offenbar von der Lufthansa-Tochter Eurowings gefordert worden, nachdem Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg blockiert hatten. Dadurch war es zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Die 740.000 Euro will die Protestgruppe nach eigener Aussage nur zahlen, wenn Lufthansa und Eurowings die Kosten ihres CO2-Ausstoßes begleichen. Laut letzter Generation jährlich in Höhe von 6 Milliarden Euro. Die Fluggesellschaft sei ein Konzern, der sein Geld hauptsächlich durch Tätigkeiten verdiene, die die Klimakatastrophe befeuern. Nach eigenen Aussagen setzt Lufthansa eine Vielzahl innovativer Maßnahmen um und möchte bis 2050 CO2-neutral sein. Katholische Priester dürfen ab sofort auch homosexuelle Paare segnen. Das erklärte der Vatikan. Hamburger Erzbischof Stefan Heese bezeichnete die Erklärung als Weihnachtsgeschenk. Sie sei ein Ausdruck des Respekts vor der Lebenswirklichkeit von Menschen, die füreinander da sein wollen. Laut dem Nachrichtenportal der katholischen Kirche ändere die Entscheidung des Vatikans aber nichts an der kirchlichen Sexuallehre. Weiterhin dürfen homosexuelle Paare nicht kirchlich heiraten. Der Segen darf auch nicht im Rahmen eines Gottesdienstes oder der Eintragung einer Lebenspartnerschaft erteilt werden. Homosexuelle Paare dürfen zur Segnung nicht in Hochzeitskleidung erscheinen und auch typische Gesten wie etwa das Austauschen von Ringen seien tabu. Sicherheit am Hamburger Hauptbahnhof. Seit der Einführung der Waffenverbotszone hat die Bundespolizei 3 Schwerpunkteinsätze durchgeführt und rund 500 Personen durchsucht. 450 hochauflösende Kameras am Hauptbahnhof konnten 204 Taschendiebe identifizieren und fast 1000 weitere Straftaten aufklären. Auch sogenannte Super Recognizer, das sind Polizeibeamte mit fotografischem Gedächtnis, konnten zahlreiche Tatverdächtige identifizieren. Die SafeNow-Hilfe-App, mit der am Hauptbahnhof niedrigschwellig ein digitaler Hilferuf ausgelöst und das Sicherheitspersonal verständigt werden kann, werde rege genutzt. Der Hamburger Hauptbahnhof gilt in ganzen Zahlen als der gefährlichste Deutschlands. Ja, da sind wir wieder. Ich habe hier mal gerade, es ist ja Weihnachtszeit. Das stimmt. Unverkennbar. Absolut, unverkennbar. Und viele Menschen besuchen ja die Freie und Hansestadt Hamburg. Und diese armen Menschen, die die Freie und Hansestadt Hamburg besuchen und sie nicht kennen, den Zauber noch nicht kennen, gehen ins Internet. Und dann geben sie ein, machen das Gleiche, was ich jetzt auch mal mache. Dann geben sie erstmal Google ein. Mit. Pass auf, Google geben sie ein. Mach das mal auch. Mhm. Dann geben sie ein Top 10 Hamburger Attraktionen. Oder Top 10 Hamburg. Top 10 Hamburg. So, hast du? Ja. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Die Top 10 Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben sollte. Wir können ja schon, ob wir sie schon gesehen haben. Nee, das ist nicht das Dramatische an der Geschichte ist, dass das unglaublich platt ist. Ich sehe schon. Und das mich total traurig macht. Also, wir gehen den leichten Weg, ne, und fangen an mit der Elfi. Auf Platz 1 ist die Elfi. Die Elfi soll man gesehen haben. Ich glaube, da können wir sagen, ja, guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr nach Hamburg kommt, liebe Berliner, setzt euch in Zug, vergesst das mit dem Auto, Hamburger Innenstadt, Autofahren, Verkehrspolitik ist eine Riesenkatastrophe. Bei euch sind im Moment gerade viele Trecker unterwegs gewesen. Das tut mir leid, aber es ist politisch, glaube ich, sehr wichtig gewesen. In Hamburg ist es so, dass grundsätzlich das Gefühl ist, hier wären nur Trecker unterwegs, weil wenn man zum Beispiel hier um 17, 18 oder 19 Uhr aus dem Büro rausgeht, wir sind ja so ziemlich in der Innenstadt, und probiert, wir haben zwei Einbahnstraßen, die eine geht in die Richtung, die eine geht in die Richtung, und wenn man nach Hause fahren will oder nach Hamburg-Nord oder so, muss man also hier längs fahren und dann so wieder zurück. Und beide Straßen sind komplett, also immer komplett dicht. Man kann sich hinten an der großen Straße nicht in den Verkehr einreihen, weil da ist eine Baustelle, wo nichts passiert seit Monaten. Es ist eine einzige Vollkatastrophe. Deswegen kommt mit der Bahn. Wenn ihr mit der Bahn hierher kommt, dann geht ihr schön danach ins Hotel. Sucht euch ein schönes Hotel aus. Da gebe ich jetzt hier keine Tipps ab, aber es gibt genug gute Hotels, auch zum günstigen Preis. Und dann überlegt ihr euch, was ihr tut. Und jawohl, auf jeden Fall geht ihr zur Elfi. Das sollte man auf jeden Fall machen. Schön mit der irrsinnig langen Rolltreppe nach oben fahren, Ausblick genießen. Und wenn ihr irgendwie eine Chance habt, dann geht abends an die frühzeitig an die Abendkasse, weil es gibt eigentlich, das wissen die wenigsten, es gibt abends immer noch mal Karten da. Also das lohnt sich da, noch mal vorbeizugehen. Das stimmt. Und die Aussichtsplattform im Übrigen auch umsonst. Die Aussichtsplattform ist umsonst. Es gibt ein tolles Restaurant da drin. Ja, und zwar von dieser Bierfirma. Ich habe den Namen Störtebeker. Ja. Störtebeker hat da ein Restaurant. Richtig tolles Bier, richtig tolles Restaurant. Rustikale Küche, nicht ganz billig, aber ein richtig tolles Restaurant. Schönes Erlebnis. Bitte vorher anmelden. Wenn man da vor der Tür steht, kommt man bestimmt nicht rein. Genau. Punkt 2, der Michel, die St. Michaeliskirche.
Der Text dazu, ein wenig in den Schatten der Elbphilharmonie gerückt, aber keinesfalls weniger sehenswert. Die Rede ist von der Hauptkirche St. Michaelis, besser bekannt als der Michel. Die Kirche der Armen ist seit Jahrhunderten eins der Wahrzeichen Hamburgs. Der Michel ist eine der schönsten barocken Kirchen Norddeutschlands und beeindruckt mit seinem prunkvollen Inneren. Auch ein Aufstieg lohnt sich. Von hier aus habt ihr den besten Ausblick auf den Hafen. Das ist sowas von dermaßen 0815. Ich bin fassungslos. Die Kirche ist innen drin sehr schön, sehr hell. Sehr hoch. Sehr hoch. Kollege Melzer zum Beispiel hat da geheiratet, ganz spektakulär, in dieser sehr schönen, richtig schönen norddeutschen Kirche. Ist eine tolle Location, wunderbar. Aber eine Kirche angucken ist jetzt nicht das Allergrößte. Kann man machen, muss man nicht machen. Zur Weihnachtszeit sind da unter Umständen auch irgendwelche Veranstaltungen. Da sollte man sich noch mal umtun. Ja, mindestens mal Konzerte in der Advents- und Weihnachtszeit sehe ich gerade. Und natürlich genau. Der Weihnachtsgottesdienst. Genau, da kann man hingehen, aber wobei Heiligabend ist man ja lieber bei der Familie als in der Kirche. Die Leute, die keine Familie haben, so sollten in die Kirche gehen. Die Kirche ist wirklich schön, aber es ist so eine 0815-Tipp sozusagen. Dann sind wir, ganz großer Tipp, Miniatur Wunderland, kennt natürlich auch jeder. Lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Da ist die ganze Welt sozusagen in Hamburg in klein nachgebaut mit ganz, ganz viel Liebe. Ich war neulich da, es gibt eine Behind-the-Scenes-Tour, wo man so ein bisschen sieht, wie das gebaut ist und so. Das ist wirklich richtig spannend. Das stimmt. Das ist wirklich richtig toll gemacht. Und es gibt noch was ganz anderes, habe ich vergessen. Und zwar gibt es auch abends so Dinnermöglichkeiten. Das heißt, du gehst ins Miniaturwunderland, du kannst dir alles angucken. Und in jedem dieser Länder sind sozusagen Buffets aufgebaut, passend zu diesen Ländern. Aber in sehr klein. In sehr klein. Ja, ja. Das muss man dazu sagen. Es ist ein kleines Buffet. Es sind Schmackos. Es sind genau. Schmackos, genau. Aber es ist trotzdem toll. Miniaturwunderland ist das richtig stimmt. geil. Und es gibt übrigens angeschlossen an das Miniaturwunderland, gibt es so eine 3D-Experience. Kennst du die? Ja. Ja, da kriegst du so eine Brille auf und dann, also es ist jetzt technisch, muss man sagen, wenn man das kennt aus anderen Attraktionen aus der Welt, dann ist das jetzt nicht der neueste Schrei, aber es ist trotzdem liebevoll gemacht und es ist für die, also gerade wenn man Kinder hat und so, ist das ein großer Spaß. Das Ding aufsetzen und dann hat man das Gefühl, man fährt mit dem Fahrstuhl, wird man geschrumpft und dann fährt man sozusagen mit verschiedenen Fahrzeugen durchs Miniaturwunderland. Das Ganze eben so mit Digitaltechnik und so und zwischendurch denkt man tatsächlich, man könnte irgendwo runterfallen. Das ist cool gemacht und das macht auch der ganzen Familie auf jeden Fall Spaß. Das stimmt. Und in ständigem Wandel, das Miniaturwunderland, also wer da vor einem Jahr war, ja. kann mittlerweile bestimmt auch Neues sehen, absolut. Wenn man da nochmal hingeht. Jetzt kommt allerdings schon, also für mich bis jetzt zwei tatsächliche Attraktionen, nämlich die Elfi und das Miniatur Wunderland. Der Michel ist 0815. So, jetzt wird es richtig spannend. Auf Position 4 ist bereits das Hamburger Rathaus. Wie Sie auf den schmalen Pfad kommen, weiß ich nicht. Das ist ein tolles Rathaus. Das ist innen drin toll, das ist von außen toll, gar keine Frage. Die Arbeit, die da drin geleistet wird. Ja, man muss dazu sagen, ich komme ja aus Stuttgart. Ja. Und in Stuttgart ist das Rathaus ein Betonklotz. Ja. Anders kann man das nicht sagen. Und insofern, als Nicht-Hamburger, muss ich zugeben, ist das Rathaus wirklich fantastisch. Und du warst schon drin? Und ich war natürlich schon mehrfach drin. Und du weißt, wie viele Zimmer es da gibt? Nicht auswendig, aber viele mit Sicherheit. Ja, ganz viele Zimmer gibt es da. Du warst in einem dieser Säle auch schon mal drin. Ja. So, ist imposant, ist ein Gebäude, ein altes Gebäude. Ist schön gemacht, gar keine Frage. Aber als Top-4-Attraktion dieser Stadt... Schwierig. Es wird, wir machen so weiter. Wir gucken mal. Platz 5 sind die Landungsbrücken. Die Landungsbrücken stellvertretend für eigentlich den Hafen. Ja, natürlich soll man in den Hafen gehen und man soll auch eine Hafenrundfahrt machen. Da hat man dann diese Hafenrundfahrtskapitäne, gerne mal mit Barkasse oder so, die dann so den einen oder anderen lustigen Schnack haben und ein bisschen was erzählen. Das ist auch genau wie sowas wie der Michel. Das ist wirklich 0815-Kultur. Kann man machen. Ist jetzt im Winter... Unterstützt die Menschen, die da sozusagen das betreiben und die Hafenrundfahrt machen, macht auch eine Fleetfahrt vielleicht oder so. Aber grundsätzlich mal ist das jetzt einfach nur eine Hafenrundfahrt. Und Hafen kann man gucken, sind Schiffe, ja, und bei schlechtem Wetter ist nicht so lustig. Muss man so sagen. Ist das jetzt stimmt. nicht das Größte vom Größten. Zumal im Text von den Landungsbrücken noch extra mit erlebt wird, dass man auch Fischbrötchen da essen kann. Ja. Nur da, natürlich. Ja, nur da. Es gibt wirklich, also das muss man sagen, es gibt tatsächlich nur an den Landungsbrücken Fischbrötchen. Deutschlandweit. Hamburg ist wirklich ganz schmal aufgestellt, auch mit Rollmops. Das gibt es ja ganz selten. Also der Hamburger hängt sich ja den Rollmops deswegen, weil es ihn so selten gibt, auch an Christbaum. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das macht man. Klingt ja. Lecker. Ja, der Hamburger macht, also wenn ihr nach Hamburg kommt und geht zu Hamburgern und feiert mit den Weihnachten, da hängt immer ein Rollmops im Baum. Warum nicht? Also habe ich gehört. Es kann sein, dass es Fake News ist, ich weiß nicht so genau. Egal, nächstes. UNESCO-Welterbe Speicherstadt, Freunde deutscher Popmusik.
Also, das ist nett. Das kann man sich angucken. Jawohl, die Speicherstadt. Früher war das mal Freihafen. Ich kenne das noch aus der Freihafenzeit. Und da war das so, wenn man da reingefahren ist oder durchgefahren ist, weil man da irgendwelche Termine hatte oder weil man für irgendwelche Firmen gearbeitet hat, die da speditionsmäßig unterwegs waren. So, da musste man mal Ausweis vorzeigen, Autos, Autokontrolle und so. Das war irgendwann weg. Dann hat man das Ganze umgebaut. Jetzt kann man da, sind da auch Agenturen zum Beispiel, sind andere Industrieunternehmen, es sind auch Restaurants angesiedelt und so. Ist ganz hübsch anzugucken. Aber ist auch mal, muss man ganz ehrlich sagen, bei schlechtem Wetter mit dem Taxi in 5 Minuten gemacht. Wenn man aussteigen will und will rumgehen, ist es in einer halben Stunde durch. Es ist schön anzugucken, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Knaller. Jetzt kommt der Jungfernstieg. Der Jungfernstieg ist die Shopping Area. Mit unter zugegebenermaßen wunderschönen Bedingungen. Also das ist schon toll, besonders im Frühling und so. Aber jetzt, wenn ihr jetzt kommt, dann macht ihr am besten eins. Der Berliner an sich lacht mildtätig. Ja, weil es kein KDW gibt. Dafür gibt es aber das Alsterhaus und das gehört zur gleichen Gruppe und das ist auch so ähnlich aufgemacht, nur nicht so groß und auch tatsächlich nicht, also ich finde, das KDW ist noch mal was attraktiver irgendwie, aber sie haben das Alsterhaus in den letzten Jahren umgebaut und angepasst und das ist schon auch schick, gar keine Frage. Aber man bummelt da und es ist jetzt keine riesige Attraktion, weil es gibt solche Innenstädte auch in Stuttgart. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Habt ihr sowas wie ein KDW? Nee, das nicht. Wir haben ein, doch so, sowas in der Richtung. Milaneo heißt es. Mhm. Wobei das ist nicht ganz so. KDW ist ja, oder auch das Alsterhaus ist ja sehr auf Luxus gemacht. Aber so, wir haben ein riesen, wirklich riesen Einkaufszentrum. Ja. Mit 20 Millionen Läden drin. Ja. 1000 Wegen. Ja. Und wenn du einmal drin bist, und ich glaube, das ist auch die Idee dahinter, kommst du nicht mehr raus. Dann bist du da gefangen. Du bist sozusagen da gefangen und musst eigentlich jeden Laden einmal abgehen, um irgendwo hoffentlich dann den Ausgang zu finden. Das ist Stuttgart Hell. Wird auch als die Hölle von Stuttgart bezeichnet, weil du da nie wieder rauskommst. Richtig. Aber es gibt Essen. Es gibt Essen. Ja. Es ist für alles gesorgt, ja. Gut. Gibt es bei euch auch den Bräuninger eigentlich? Ja. Der ist bei euch wichtig und groß, ne? Ja. Für Korthosenfreunde. Ach so. Ja, der gibt es mit Sicherheit. Für Korthosenfreunde bestimmt. Die werden Der Bräuninger hat ja, der Bräuninger zeichnet sich ja dadurch aus, dass er tatsächlich alle Marken hat. Ne? Da hat er auch Luxusmarken, hat aber auch also Normalpreismarken sozusagen. Und jetzt kommt's. Da haben doch die Kollegen im Süden gedacht, sie hätten den Bräuninger und wir hätten ihn nicht. Aus gut informierten Kreisen kann ich sagen, wir haben auch bald den Bräuninger. Und zwar in der Hafen City. Und zwar mit einem richtig amtlichen Store. Ich bin und gespannt. Entertainment. Ich bin gespannt. Ab April, Mai wird das losgehen. Ich sitze an der Quelle, weil ich mir schon überlege, welche Korthose ich mir als nächstes kaufen könnte. Und die werde ich dann beim Bräuninger mir holen. Ja, dann. Ich sag's mal einfach so. Wir haben das auch. Wir haben das Find auch. Finde ich gut. Bräuninger. Finde ich gut. So, Jungfernstieg. Jungfernstieg, da kann man also längs gehen, wenn man in Hamburg ist, dann kann man da bummeln gehen. Wir haben eine schöne Innenstadt. Wir haben so Neue Weil, Große Bleichen, Poststraße und so. Das ist so ein Gebiet, wo auch die ganzen Luxusmarken sind, aber wo man einfach auch schön bummeln kann. Da gibt es auch ein paar Restaurants. Der Hänsler zum Beispiel ist da. Da gibt es aber auch so im Rathaus zum Beispiel. Ne? Wie heißt das Restaurant im Rathaus eigentlich? Ich glaube, heißt irgendwie Ratskeller oder so. Das ist ein sehr gutes Restaurant, sehr unterschätzt von den Hamburgern auch. Das ist wirklich gut. Die haben gutes Essen und auch zu sehr fairen Preisen. Also im Rathaus, das Restaurant kann ich auch empfehlen. Sowieso die ganze Hamburger Innenstadt ist eigentlich schön. Ist also im Verhältnis zu anderen Städten ist definitiv schön. Schöner allerdings im Frühling und im Sommer als im Winter, das stimmt, wenn der Nieselregen einem von vorne ins Gesicht bläst. Das stimmt. Attraktion Nummer 8 gemäß hamburgtourism.de. Hagenbecks Tierpark. Wir gehen in den Zoo. Man kann in den Zoo gehen, aber ich sage euch eins, Freunde, wenn man aus Berlin zum Beispiel kommt, ne, der Zoologische Garten in Berlin unterscheidet sich, also für mich, nicht vom Tierpark Hagenbeck. Und es ist einfach ein Zoo. Ja. Da sind Tiere eingesperrt, die man angucken kann. Ob man das mag oder nicht, anderes Ding. Die sind in Hamburg unter guten Bedingungen eingesperrt. Ich glaube, im Zoologischen Garten in Berlin auch. Also zumindest unter Bedingungen, die nahe ans oder sich sehr viel mit Tierwohl beschäftigen, so muss man sagen. Ab und zu geht man da gerne mal hin. Der Hamburger an sich geht, glaube ich, einmal im Jahr hin. Vielleicht auch zweimal im Jahr. Haben auch ein tolles Aquarium. Das muss das man stimmt. sagen. Ja, also wirklich toll, toll gemacht. Aber es ist einfach ein Tierpark. Ja. Es gehört für mich in die Reihe Michel, Hafen, Tierpark. Das stimmt. Das Einzige, man kann. Ein Jungfernstieg. Man kann Elefanten füttern. Man das, kann Elefanten füttern? Das zumindest. Frau auch sicherlich. Ja. Das zumindest kenne ich aus Stuttgart nicht. Ja. Aus dem Tierpark. Also Mann und Frau können Elefantinnen. Innen füttern. Füttern. Genau. Mit Äpfeln. Das gibt es Elefantinnen?
Ist ein weiblicher Elefant eine Elefantin oder ist es auch ein Elefant? Eine Elefantenkuh wahrscheinlich. Eine Elefantenkuh. Nehme ich an. Das ist eine Beleidigung. Und damit sind wir raus. Aus dem Stream sind wir raus, auf damit, Google, wir sind überall damit raus. Damit ist vorbei. Jetzt. Er hat Elefantenkuh gesagt. Wenn das der Elefant an sich mitbekommt, dann haut er dir einen Rüssel um die Ohren, das kann ich dir sagen. Eine Elefantenkuh? Okay, er heißt aber so. Eine Elefantenkuh ist ein weiblicher Elefant. Ja, das früher hießen ganz viele Sachen so, wie sie hießen. Die heißen heute alle nicht mehr so. Heute gibt es kein Zigeunerschnitzel mehr und deswegen gibt es auch keine Elefantenkuh mehr. Das ist eine Elefantin. Eine Elefantin ist das. Sehr gut. Ja, ja, wir haben wieder was gelernt. Korthosen sind geil und weibliche Elefanten sind Elefantinnen. Sehr gut. So, Hagenbecks Tierpark war Nummer 8. Jetzt kommen wir auf Nummer 9 erst. Und das ist erstaunlich. Kommt St. Pauli und die Reeperbahn. Dazu erzählt euch der Hamburger eine Geschichte. In den 70er Jahren war St. Pauli ein geheimnisvolles Pflaster mit viel Erotik, billige Diskotheken, wo in kleinen Mengen schlechte Drogen verkauft wurden. Und es gab so viele Bars und da standen Koberer vor der Tür, so heißen die Koberer, und die sagen, jetzt komm mal rein, hier wird noch richtig auf der Bühne live und so weiter und so fort. Ne? Das haben die gemacht, haben die Leute reingelockt und dann waren erotische Darstellungen, will ich jetzt mal sagen, wir sind hier im Morgenprogramm, gab es erotische Darstellungen auf Bühnen. Das war sehr verbreitet da. Dazu gab es Kneipen, Absturzkneipen, also wo wirklich, sagen wir mal so, die Menschen waren, die sehr fertig waren, und aber auch ganz schöne Kneipen. Dann kam langsam so Musik dazu, Musikkultur und sowas alles. Damals das Top Ten zum Beispiel, es gab aber auch eine Diskothek, die hat so Jazzrock gespielt. In den 80er Jahren Shave und Aftershave hieß die. Erst war es das Shave und dann war es das Aftershave. Dann gab es auch so Rastafari-Diskotheken und so. Dann kam Corny Littmann und hat den Kiez so ein bisschen so ein anderes Leben, so ein bisschen Entertainment-Leben eingehaucht sozusagen. Hat den Spielbudenplatz, das war früher, waren so billige 70er-Jahre-Baracken, ganz furchtbare Gegend. Da ging man auch also bei Dunkelheit am besten gar nicht längs, außer man wollte abgezogen werden. Und ja, dann wurde das alles wegsaniert und dann war da eine Veranstaltungsfläche. Das wurde alles ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Das St. Pauli-Theater, ein wichtiger Bestandteil auch in der Kultur. Das Pulverfass zum Beispiel, jetzt gerade 50-jähriges Jubiläum, die so ein bisschen erotisches Kabarett zwischen Mann und Frau sozusagen gemacht haben. Also nicht Mann und Frau zusammen, sondern Menschen auf der Bühne, wo man nicht weiß, ist es ein Mann oder eine Frau. Heute noch kann man sehr empfehlen, da gab es die Ritze zum Beispiel, das ist dieser eine Kneipe eigentlich, die aber einen Keller hat mit einem Boxring, wo man sozusagen als Eingangstür zwischen gespreizten Beinen einer Frau geht man in den Eingang rein, ganz bekanntes Bild. Und das war so, sag ich mal, hat sich dann so gewandelt in den 80er, 90er Jahren zu so einer schon so ein bisschen Mischung zwischen Rotlicht und aber auch viel Entertainment. Dann 80er, 90er Jahre war das Entertainment richtig, also richtig nach vorne. Plötzlich gab es ganz viele Junggesellenkühe. Sagt man auch nicht mehr. Also Junggesellinnenabschiede oder Junggesellinnenabschiede. Das hat dann sehr Überhand genommen, da wurde ordentlich gesoffen, da gab es immer mehr Kioske. Ich weiß nicht, was da passiert ist irgendwie. Also plötzlich ist überall ein Kiosk. Ich weiß nicht, ob alle Menschen Kioske aufmachen. Diese Kioske übrigens auch sehr, sehr, sehr weiß beleuchtet immer. Die haben so ganz helle Lichter und dann gibt es da Shots und sowas alles zu kaufen. Das hat sich dann so gewandelt. Dann kam ja irgendwann, war das so eine Übergangsphase, dann kam Corona, dann ist der Laden erstmal komplett im Bach runtergegangen, dann sind viele pleite gegangen und heute ist es wieder ein bisschen so vom Gefühl her wie in den 70er Jahren. Es ist irgendwie runtergekommen, auch die Veranstaltung da, also man sieht, was das Schmidt-Theater oder diese ganzen Veranstaltungsorte da machen, das ist alles nicht mehr so, wie es mal vor Corona war, das muss man ganz ehrlich sagen, auch von der Ausstattung her, vom Programm her, von der Fantasie, die da drin war und so, das hat sich alles total verändert. Es gibt immer noch eine tolle Veranstaltung. Olivia Jones hat, ich weiß nicht wie viele Läden, 5 Läden glaube ich inzwischen, wo man immer reingehen kann und wo man so ein bisschen dieses Gefühl hat, ich treffe Olivia Jones und ab und zu trifft man sie auch. Aber es ist so ein bisschen, es ist nicht mehr das, was es mal war, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem, als Tourist, man soll über die Reeperbahn gehen, da stehen immer noch natürlich Prostituierte. Es gibt immer noch die Herbertstraße, wo so hinter Fenstern wie in Amsterdam auch Prostituierte zu sehen sind. Achtung Frauen, nicht in die Herbertstraße gehen, weil da wird ihr mit Wasser überschüttet oder sonst irgendwas. Man kann auf die Reeperbahn gehen, aber so richtig schick ist es nicht. Es gibt da das ein oder andere richtig tolle Restaurant, das muss man sagen. Also das Cuneo zum Beispiel, der älteste, ich glaube einer der ältesten Italiener Hamburgs. Aber auch in diesem tanzenden Türmen am Anfang der Reeperbahn, oben gibt es ein Restaurant, ein Steak-Restaurant, sehr gutes Steak-Restaurant. Aber auch viele kleine, auch gerade Asiaten und so, die wirklich anständiges Essen zum fairen Preis bieten. Und türkische Restaurants, gute, richtig gute türkische Restaurants auch da. Für kleines Geld kann man da gut essen. Also ein Reeperbahn-Bummel kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt in Hamburg für mich auch der Standard. Aber ist eben nicht mehr, hat nicht so hohe Erwartungshaltung, das muss man sagen. Naja, und dann kommt Nummer 10. Der Fischmarkt. Ich habe schon darauf gewartet, genau, der Fischmarkt. Freunde, was soll ich euch sagen? Wenn ihr
Also das Fischmarkterlebnis geht eigentlich so, man hat die Nacht durchgetanzt, dann ist es morgens um 4 und dann geht man auf den Fischmarkt. So ist eigentlich das Fischmarkterlebnis. Also kenne ich so von früher. Und dann sind da auf der einen Seite Marktschreier und dann steht da jemand zum Beispiel, hat so einen Wurst, so einen Wohnwagen und verkauft aus dem Wohnwagen raus sozusagen Wurst. Und er sagt immer, und jetzt packe ich die Wurst rein und noch eine Wurst und noch eine Wurst und noch eine Wurst. Und dann hat er 10 Würste da drin und sagt, oh ja, die für einen Zehner. Und dann sagst du hier, Zehner, bitteschön, dann hast du ganz viele Würste, die du niemals essen wirst, die aber trotzdem leckere Würste sind. Das Gleiche gibt es auch für Obst, das Gleiche gibt es für Pflanzen und für alle möglichen anderen Produkte gibt es das alles. Das kann man machen, das ist ganz, das ist lustig, das ist unterhaltsam, besonders eben nach einer durchgefeierten Nacht. So, wenn man morgens früh aufsteht um 8 oder um 9, dann frühstückt im Hotel in Ruhe und geht dann hin und ist dann um 9 da, dann muss ich sagen, Freunde, lohnt sich nicht, fallt nicht drauf rein, denn um 9.30 Uhr ist der Spaß vorbei. Dann kann man zwar noch billig ein paar Äpfel kaufen oder so, aber ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Also wenn, durchfeiern und dann hingehen. Oder man macht gemütlich um 2 Uhr auf. Oder das. Geht dann frühstücken und... Kann man auch so machen. Wenn man jung ist und Korthosen hast wie die Pest, dann kann man seinen Tag auch so verbringen. Genau. Um 2 aufstehen, ordentlich feiern gehen und dann auf den Fischmarkt gehen. Und dann am Sonntag das bereuen, dass man das gemacht hat. Das stimmt. Sonntagnachmittag. Genau, das ist die Top 10. Ich finde es dramatisch. Und ich würde Folgendes empfehlen. Geht doch mal zu den bekannten Portalen und guckt mal zum Beispiel in Sachen Restaurants nach, was für Tipps es da gibt. Weil es gibt in Hamburg wirklich, der hat sich... In den letzten Jahren hat sich eine Menge entwickelt. Es gibt richtig tolle Restaurants und ich finde, in der Top 10 gehört immer auch auf jeden Fall dieses Thema gut essen gehen rein. Und das haben wir hier zum Beispiel in dieser Top 10 von Hamburg Tourism, haben wir das gar nicht drin. In Hamburg gibt es richtig gute Restaurants. Das Fischereihafen-Restaurant zum Beispiel, ein Klassiker unten am Fischmarkt, der hat auch einen Mittagstisch, einen richtig guten, richtig günstigen, tollen Mittagstisch, super Qualität. Wenn man abends ins Fischereihafen-Restaurant geht, Achtung, vorher reservieren, das ist ein tolles Erlebnis. Das ist immer so bekannt als ein bisschen spießig und so, ne, weil der frühere Chef ist auch irgendwann gestorben vor ein paar Jahren, die Kinder haben das übernommen. Es ist so ein bisschen verschrien als so spießig und eigentlich so ein Schickimicki-Restaurant. Ist es überhaupt nicht. Es ist einfach eins, ein tolles Restaurant. Dann gibt es in der Spielbank Hamburg zum Beispiel auch, das Tarantella heißt das, glaube ich, ne? Sehr gutes Restaurant. Klar gibt es auch noch zum Beispiel die Bullerei, Tim Melzer oder den Hänsler. Auch richtig gute Restaurants, wo man hingehen kann. Die sind inzwischen alle sehr teuer geworden, das muss man schon sagen. Aber es sind gute Restaurants und es macht Spaß, da hinzugehen. Und in Hamburg erleben heißt für mich auch richtig gut essen gehen. Also da sollte man mal die Top 10 in Sachen Restaurants angucken. Dann im Moment gerade im Museum ist die Ausstellung von Caspar David Friedrich. Stimmt. Großartige Ausstellung, grandios. Und es gibt das ein oder andere Bild, was, glaube ich, traditionell auch in Hamburg hängt. Mhm. Das ist jetzt erweitert worden, die Ausstellung. Eine ganz tolle Ausstellung, geht da unbedingt hin, vorher Karten reservieren, ganz wichtig. Aber auch in den anderen Museen, in Hamburger Museen, Hamburg hat richtig tolle Museen und es lohnt sich wirklich, in die Museen zu gehen. Mich wundert, dass das hier kein einziges Museum in der Top 10 sozusagen auftaucht. Das stimmt. Und einmal im Jahr ist es ja sogar so, dass die Museen alle umsonst sind. Genau. Zu Halloween, glaube ich. Ja, zu Halloween. Reformationstag. Genau. Und also das ist für mich ein Thema, dieses ganze Museum- und Kulturthema. Dann, Freunde, guckt nach, wenn ihr nach Hamburg kommt, guckt nach, was für Konzerte sind und was für Veranstaltungen sonst, also es gibt ja auch Comedy-Veranstaltungen und sowas alles, auch im Bereich Kleinkunst und so. Guckt nach, was es gibt und geht abends weg und geht nicht dahin. Also man kann ins Schauspielhaus natürlich gehen, klar kann man das machen. Man kann in die Oper gehen, auf jeden Fall kann man das machen. Aber da wird auch viel Modernes geboten. Und etwas, woran man dann enttäuscht ist, wenn man Othello erwartet und es bespucken sich Menschen auf der Bühne mit Blut, die mit dem Stück ganz wenig zu tun haben, weil es aber irgendeine künstlerische Ausrichtung gibt. Sowas gibt es leider viel. Muss man sich erkundigen, muss man gucken und die Bilder angucken und so. Dann vielleicht auch bei YouTube mal gucken, ob es irgendwelche kleinen Clips gibt oder so, dass man sich informiert. Aber es gibt ganz viel Kleinkunst. Es gibt ganz viele kleine Läden, in denen Musik dargeboten wird, in denen Comedians sind und so. Guckt euch die kleinen Läden an. Und abends zum Beispiel kann man auch mal in die kleinen, in die Bars gehen. Es gibt unheimlich tolle Bars in eigentlich allen Stadtteilen, wo man hingehen kann, wo man Menschen trifft, die da in der Gegend wohnen oder die da extra hingegangen sind und wo man viel Spaß haben kann. Und mehr Spaß als in den, sag mal, 0815 Top 10. Da knallt eine Tür. Entweder ist die Tür jetzt eingefallen, wir wissen es nicht. Oder aufgefallen. Genau. Wir haben tatsächlich Nachrichten im YouTube-Chat. Ja. Denn du erinnerst dich bestimmt an deine großartige Kaffeefrage. Ja. Gerne nochmal wiederholen. Die Frage war, es gibt zwei Sorten Kaffee. Es gibt einmal Robusta und es gibt etwas anderes. Ja, und was heißt das andere denn? Also, wenn man nach dem Chat geht, heißt es Arabica oder Arabica? Arabica. Also, das ist so korrekt. Na also, dann haben mindestens schon mal zwei Leute die Antwort gefunden. Ja.
Und ich würde sagen, davon muss ja jemand gewinnen. Okay, das müssen wir gleich ausschnickschnackschnucken. Das müssen wir gleich ausschnickschnackschnucken. Diese beiden sind die ersten, die geantwortet haben? Genau. Sehr gut. Dann macht mal, wie machen wir das denn? Und jemand schreibt, ich mache das super, Daumen hoch. Danke. Genau, wir haben nämlich, für alle, die es nicht mitbekommen haben, einen Gutschein. Ja. Habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich von unserem Café schräg gegenüber. Ich hatte das vorhin schon erzählt, für die, die neu dazugekommen sind. Und die machen richtig tollen Kaffee. Und ich habe ein bisschen so eine neue Kaffeeheimat, ein Kaffee zu Hause gefunden. Und da habe ich ihm das erzählt, wie toll ich das finde. Und dann haben wir uns so gut unterhalten. Und hat er gesagt, Mensch, ich gebe dir einen Gutschein mit, kannst du für deine Kollegen oder so. Und habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Du bist ja gegen Korthosen, deswegen kriegst du auch keinen Kaffee. Wir geben diesen Gutschein weiter an Hamburger, die Lösung haben auf unsere Frage. Und die Frage wurde richtig beantwortet. Wir haben zwei sozusagen, genau, die als erstes geantwortet haben. Da würde ich sagen, machen wir gleich Schnick, Schnack, Schnuck. Einer von beiden bekommt diesen Gutschein. Sehr gut, da kann sich also jemand freuen. Genau, perfekt, so machen wir das. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch 20 Minuten. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Genau. Wir können ja mal. Ich fahre morgen nach Berlin, ich sag's nur mal. Ich fahre morgen nach Berlin, ich bin morgen verabredet, ein bisschen außerhalb von Berlin, im Süden von Berlin, mit einem Geschäftspartner. Und da fahre ich morgens früh um 8 Uhr mit dem Zug. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert mit dem Zug. Ich bin voll auf Risiko unterwegs. Ich fahre mit dem Zug nach Berlin. Habe ein Ticket vorher gekauft und eine Sitzplatzreservierung. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die Wagenfolge sich... Kennst du das? Ja. Die Wagenfolge hat sich geändert. Aber was dann kommt, ist totaler Unfug. Immer. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wagenfolge, Gleis und Abfahrtszeit. Ja. Da kann man bei TikTok... Mein erfolgreichster TikTok-Film ist die Schilderung einer Veranstaltung des Hauptbahnhofs, wo kurz vor Abfahrt des Zuges gesagt wurde, dass das Gleis wechselt. Und zwar von Gleis, ich weiß nicht mehr, 14 auf Gleis 8, glaube ich. Daraufhin hast du gemerkt, dass haufenweise Menschen komplett panisch, weil in einer Minute fährt der Zug, die haben es eine Minute vorher gesagt, darüber gerannt sind. Dann stand da ein Zug und es wurde gesagt, man darf in diesen Zug nicht einsteigen, weil dieser Zug ganz woanders hinfährt. Dann sind die Leute, die nicht dahin wollten, wo wir hin wollten, in diesen Zug eingestiegen. Dann haben sie gesagt, das ist der Zug, in den wir einsteigen sollen. Das wäre da auch eingestiegen. Dann wurde gesagt, dass die erste Information leider falsch ist, dass alle Leute wieder raus müssen. Die dachten, das wäre ein anderer Zug. Da war ein solches Durcheinander. Das habe ich, auf TikTok gibt es einen Film, da habe ich das erzählt. Und der hat innerhalb von ganz kurzer Zeit irgendwie 1,9 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist wirklich eine lustige Geschichte, aber ein Drama für alle Beteiligten, die dabei waren. Ein wirkliches Drama. Und ja, morgen werde ich das vielleicht wieder erleben, wenn ich nach Berlin fahre. Dann bin ich um 10 mit meinem Freund verabredet am Hauptbahnhof in Berlin. Dann fahren wir da eben raus. Dann gucke ich, hoffentlich schaffen wir das, dass wir bei den Kollegen von TV Berlin nochmal reingucken. Da habe ich mir vorgenommen, dass wir das auf dem Rückweg machen. Und dann geht es wieder zurück nach Hamburg. Und irgendwie probiere ich dann am Donnerstagabend zu Hause zu sein. Ich bin total gespannt, ob das klappt. Ja, man weiß es nicht. Morgen ein Moin Moin ohne dich? Morgen ist ein Moin Moin. Das hatte ich auch schon angekündigt. Der Marco weiß das. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass die Kollegin Annika dann anstatt meiner hier sitzt. Mhm. Die ja auch manchmal morgens schon da ist und die Nachricht macht. Aber ich glaube, die Annika ist auch krank. Ne? Ist auch krank, ja. Aber wir haben einen Gast. Ja? Ja. Wer kommt denn morgen? Da wirst du mich jetzt natürlich... Das wollen wir jetzt nicht. Nee, das musst du jetzt nicht, okay. Oder? Aber wenn du es jetzt schnell nachgehalten kriegst, du könntest in der Zeit gucken, wie ich gestern weitergeleitet habe von Marco, der von seinem Krankenbett aus, hat der Marco uns eine Nachricht geschickt, wen er alles eingeladen hat. Okay, also es kommt morgen zwei Leute. Ja. Eine werde ich jetzt mal noch nicht spoilern, aber es kommt jemand sehr Interessantes, gestartet als Straßenjunge in Brasilien. Ja. Und mittlerweile verkauft er Kunst am Hamburger Flughafen. Super, super Geschichte. Das, super Lebensgeschichte. Ja. Und genau, auf den können wir uns freuen. Morgen in Moin Moin. Genau. Und wenn wir noch jemanden da haben, der hier bei uns aus dem Sender, ich finde es ja immer toll, wenn die Kollegen aus dem Sender mehr vor der Kamera sind und sich ein bisschen vorstellen, das finde ich toll. No. Also vielleicht findest du noch jemanden, der da. Ich könnte eins machen, ich würde vielleicht, pass auf, wir machen Folgendes, ich schicke dir morgen einen Handyfilm von meinen Erlebnissen auf dem Bahnhof. Das finde ich gut, Dann kannst du das hier einspielen, dann können die Leute sehen, wie ich nach Berlin komme. Und wenn es dann in Berlin, liebe Berliner, wenn ich irgendwas für euch tun kann in Berlin, sagt mir Bescheid. Hier über moinmoin@hamburg1.de. Das finde ich gut. Ja? Okay, sehr schön. So? Dann haben wir dich. Moinmoin@hamburg1.de. Genau. Moinmoin@hamburg1.de. Wenn ich irgendwas erledigen soll in Berlin, wenn ich irgendwas gucken muss, Marco und ich haben festgestellt, in Berlin gibt es ja tatsächlich mehr Restaurants, mehr Hotels, mehr Menschen und mehr Hunde. Das klingt jetzt für dich irgendwie, wo man sagt, ja klar, aber für uns war das ein ganz wichtiges Thema, dass wir das rausgefunden haben. So, unser Gefühl war, es gibt mehr in Berlin. Gibt einfach immer grundsätzlich mehr in Berlin, ja. Genau. So, dann haben wir das. Was müssen wir noch machen? Dann haben wir das. Wir müssen noch einen Witz erzählen auf jeden Fall. Ja. Da haben wir jetzt natürlich noch ausreichend Zeit für. Okay.
Die Frage ist, wie wir es diesmal machen und wieder ChatGPT fragen. Ja. Das war ja so semi-erfolgreich. Das war semi-erfolgreich. Ich mache mal Folgendes. Ich guck mal rein. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal ganz, also jetzt pass auf, jetzt gehen wir Vollrisiko, ne? Mhm. Ich gebe jetzt einen Witz des Tages, heute. Heute. Heute den lustigsten Joke. Der lustigste Witz. Das geht schon mal nicht, das ist vom Kölner Express und das ist eine Bezahlseite. Geil, Freunde, wie doof seid ihr denn? So. Ja, gute Witze kosten. Also, das Ding ist, dass der Trick ist, du kannst schon mal den nächsten raussuchen. Mhm. Ich darf ihn nicht vorher lesen, sondern ich muss ihn einfach vorlesen. Und die Gefahr ist, dass es vielleicht ein Witz ist, den wir hinterher piepen müssen, was wir nicht können. Okay? Das, kein Soll ich Problem. Vorlesen? Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Die Ehefrau hat eine Überraschung für ihren Mann. Liebling, ich fahre morgen für ein paar Tage zu meiner Mutter. Kann ich noch etwas für dich tun? Erklärt er strahlend, nein, danke, das genügt. Das ist so ein Witz wie die Top 10 der Hamburger Tradition. Ja, das stimmt, das wär, es ist irgendwie so ein bisschen so ein, ja. Oh Mann, nee, es ist jetzt nicht so. Das und direkt als nächstes Rathaus. Zur Sicherheit habe ich nachts immer ein Messer unter dem Kopfkissen. Man kann ja nie wissen, ob vielleicht ein Kuchen vorbeikommt. Ja, der kommt bekannt vor. Ja, irgendwie ja, stimmt. Hast du ja, was? Mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Ja. Und zwar habe ich, auch sehr lustig, keinen Witz, sondern ein Gedicht. Das habe ich neu schon gedacht. Das will ich nämlich mal in die Welt tragen. Ein Gedicht? Das finde ich toll, weil gestern war jemand da, der uns die Gedichte noch mal näher gebracht hat. Das stimmt. Da habe ich übrigens gestern ganz viele WhatsApp bekommen, dass sie wissen wollten, wer dieser Mensch war und wo der herkommt und wo man den finden kann. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir immer ganz lange unten drunter stehen lassen, wo man denjenigen erreicht. Also das ist immer, wenn man dann sagt, das kann sich kein Mensch merken, deswegen müssen wir es immer lange und breit unten drunter stehen lassen. Und zwar nicht nur kurz, sondern müssen es tatsächlich lange stehen lassen anscheinend. Genau. Ja. Ja, professioneller Vorleser bin ich nicht, wie der Gast gestern, aber ich werde mir Mühe geben. Bei folgendem Gedicht. Ja. Es ist ja lang, also man muss Zeit mitgebracht haben, aber es lohnt sich. Ja, du hast 13 Minuten 30 Zeit. Ich habe 13 Minuten 30 Zeit, perfekt. Es ist von Otto Reuter. Ja. Ich glaube, ist er nicht sogar Berliner? Der ist Berliner. Nicht. Ja? Ja, also, ja. Das siehst du. Wobei, das ist, glaube ich, Ernst Reuter gewesen, aber egal. Also, Reuter ist Reuter. Und Reuter die Reuter-Familie aus Berlin hat eben dieses Gedicht uns so hinterlassen. Der Blusenkauf. Bitteschön. Wenn Frauen was kaufen, das geht flink. Ich weiß, wie es meinem Freund erging. Der, jung vermählt, wollte in der Früh mal ins Büro. Da sagte sie, lass mich ein Stückchen mit dir gehen. Dann blieb sie von dem Laden stehen. Dein Portemonnaie, bin gleich zurück. Es dauert nur einen Augenblick. Bleib draußen, sprach Frau Suse. Ich kaufe mir bloß eine Bluse. Nun geht sie rein, einen Augenblick. Ihr Mann, sehr heiter, bleibt zurück. Er freut sich, das Wetter ist sehr schön, sieht Kinder, die zur Schule gehen. Und sie sagt drinnen zu Mamsell, eine blaue Bluse, aber schnell. Nun schleppt man alle Blauen rein und nach einer Stunde sagt sie, nein, ich finde keine nette, ich möchte eine Violette. Nun packt man Violette aus. Ihr Mann, geduldig, steht vorm Haus, denkt, ziemlich lang wird so ein Kauf, geht auf und ab und ab und auf. Und sie sagt drin, das ist nett, wie kam ich nur auf Violett? Da fällt mir ein, Frau Dr. Schmidt geht immer mit der Mode mit und die trägt jetzt eine gelbe. Ach, geben Sie mir dieselbe. Nun packt man alle Gelben aus. Ihr Mann wird hungrig vor dem Haus. Der Mittag naht, die Sonne sticht, die Kinder kommen vom Unterricht. Und sie sucht drin und sagt alsdann, was geht Frau Dr. Schmidt mich an? Wie kam ich auf eine Gelbe nur? Es wird ja Frühling, die Natur zeigt frohe Hoffnungsmiene. Ach, geben Sie mir eine Grüne. Nun packt man alle Grünen aus. Ihr Mann wird matt und seufzt vorm Haus. Gern kaufte ich eine Zigarre mir, doch das Portemonnaie, das ist bei ihr. Und sie sagt drin, beim Sonnenschein, da wird das Grün zu dunkel sein. Da schaut er rein, mein Portemonnaie? Sie sagt, einen Augenblick noch, geh, ich bin ja gleich zur Stelle. Ach, geben Sie mir eine helle. Nun packt man alle Hellen aus. Da gibt's ein Ungewitter draus. Es regnet bis zum Abendrot, ihm fehlt ein Schirm uns Abendbrot. Und sie sagt drinnen zu Mamsell, so ein Wetter heut und dazu hell? Und überhaupt, wir haben bald April, da wird's oft nass und kalt. Dann bin ich die Blamierte. Ach, geben Sie mir eine Karierte. Nun packt man die Karierten aus und er stöhnt frei nach Goethe draus, was ewig weiblich zieht uns an, das Weib, das zieht sich ewig an. Und sie probt drin und sagt entsetzt, was, Nummer 44 jetzt, nicht 42 schlank und schick, dann nichts Kariertes, das macht dick. Ihr Blick zur Taille schweifte, dann geben Sie mir eine Gestreifte. Nun packt man die Gestreiften aus, ihr Mann, der schwankt und röchelt draus, ein Augenblick, das war ihr Wort, dann fällt er um, man trägt ihn fort. Da kommt sie mit einer roten raus. Hier bin ich schon, ruft sie froh aus und schreit, mein Mann, mein einziges Glück, Gott, ist er tot? Einen Augenblick und in den Laden starze, dann geben Sie mir eine schwarze. Das hast du erstens nicht nur toll vorgetragen, sondern es ist auch ein schönes Gedicht. Ich finde es auch unfassbar. Es spielt ein bisschen mit dem Vorurteil, dass sich Frauen nicht entscheiden können. Das finde ich nicht gut in der heutigen Zeit. Das macht man nicht mehr.
Das ist wie mit der Elefantenkuh und der Korthose. Das sind alle Sachen, die mein Sohn nicht mehr macht. Aber du hast es super vorgetragen und das ist ein sehr lustiges Gedicht. Das stimmt. Man darf den Humor nehmen, nicht vergessen. Es ist auch schon alt. Ja, deswegen. Das Wichtige dabei ist, dass man Respekt hat vor alter Kunst und dass man nicht anfängt, daran rumzufuschen und die jetzt zu ändern. Weil, wenn man das jetzt ändern würde, würde das anpassen nach den neuen Vogue-Maßstäben, dann wäre das Gedicht relativ kurz. Die Frau geht in den Laden rein und kauft sich eine Bluse ein. Das wäre nach, also das alles andere ist ja Vorurteil, ist ja Klischee, das darf man alles nicht mehr machen. Insofern, das ist schöner, dass das Gedicht so ist, wie du es vorgetragen hast. Und es war, wie gesagt, das Wichtige ist ja das, es war vor allen Dingen auch toll vorgetragen. Dankeschön. Ja. Wir sollten vielleicht öfter mal ein Gedicht mitbringen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Gedicht des Tages. Ja, Gedicht des Tages finde ich cool. Ja, warum nicht? So, wir haben noch 10 Minuten. Kultur. Wir haben vorhin gesprochen über Hunde. Es gibt auch Hundewitze. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Gehe ich von aus, ja. Eine Frau zu einer Hundebesitzerin. Das ist aber ein schönes Tier. Hat er auch einen Stammbaum? Daraufhin antwortet die Hundebesitzerin, ja, gleich da vorne im Park. Ist jetzt nicht ein richtiger Burner, aber es ist trotzdem auch nicht, ist okay. Ja. Stimmt. Genau. So, dann haben wir morgen Kinotipps. Ich weiß gar nicht, der Marco ist ja da sehr leidenschaftlich, ja, was die Kinotipps angeht. Gehst du ins Kino? Ich gehe ins Kino gelegentlich. Ja. Dieses Jahr selten, aber es kam ja auch wenig, ehrlich gesagt. Auch vielleicht sicherlich auch in Verbindung mit dem Writers Strike und dem Streik der Schauspieler. Das weiß ich gar nicht, ob das noch, also ist das noch, weil die Filme, die jetzt auf den Markt kommen, müssen ja vor 2 Jahren geschrieben worden sein eigentlich. Das stimmt, vielleicht abgedreht noch nicht. Gefühlt kam jedenfalls wenig dieses Jahr. Wirst du denn ins Kino gehen? Ich gehe ins Kino, ja. Ja, aber jetzt zwischen den Tagen irgendwann? Gibt es irgendeinen Film, den du unbedingt sehen möchtest? Nichts geplant, aber ich weiß auch gar nicht, was gerade aktuell kommt. Also Marco war, dir Gedächtnis, Marco war ein Saw. Mhm. Das hat ihm nicht gut gefallen. Okay, ja. Also ich würde sowieso sowas gar nicht mich trauen zu gucken, aber er hat das geguckt und hat gesagt, naja, das war jetzt nicht so gut. Dann gibt es ja Wonka. Ja, heißt der Wonka? Ja, ne? Ja, ja, mit der soll, Timothy Chalamet. Genau, der, ja, soll, der soll super sein, tatsächlich. Napoleon, hast du Napoleon schon gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber habe ich Negatives gehört bislang. Ja, kannst du von mir auch hören, Negatives. Okay. Ist tatsächlich bildgewaltig, auch von Schauspielern getragen, die 100% wissen, was sie tun. Aber diese ganze Geschichte ist unglaublich flach und eigentlich eine Und-dann-und-dann-und-dann-Geschichte, die wichtigsten Aspekte, auch die Hintergründe zu der Entwicklung einer Person und sowas alles komplett außen vor lässt. Dafür siehst du, wie eine Kanonenkugel in ein Pferd einschlägt und ihm den halben Brustkorb wegreißt. Solche Sachen siehst du da. Also wirklich sehr, sehr, sehr gewalttätige Szenen. Ja, schade für so einen eigentlich historischen Film, der ja auch gewissermaßen, wo man ja was lernen will, auch im Zweifel. Ja, ich glaube, man wollte auch so ein bisschen diese Schrecken und die Gnadenlosigkeit des Krieges darstellen. Ich glaube, das war schon so ein Thema. Also deswegen zeigst du das halt, ja auch nicht der reitet auf seinem Pferd und dann schlägt er die Kanonenkugel in das Pferd ein und überall Blut. Also wirklich, wirklich grausam. Aber so war es dann tatsächlich wahrscheinlich einfach. Ne? Also wenn da solche Kanonenkugeln durch die Gegend fliegen und erwischen Menschen und Tiere dann. Und es war halt auch ganz, ganz viele. Also wenn man sieht, so diese Kampfszenen da, die haben sie mit viel Liebe zum Detail möglichst realistisch dargestellt. Es ist nicht schön. Ich fand es einfach nicht gut. So. Ja. Was ich ganz schön finde, ist, es gibt im Kino gibt es immer Konzerte jetzt. Das ist so ein bisschen, also nicht nur Konzerte, nicht nur Taylor Swift jetzt zum Beispiel, wo man das die von dieser Eras-Tour sozusagen ein Best-of gezeigt hat, sondern das gibt jetzt auch so klassische Konzerte zum Beispiel oder Opern und sowas alles im Kino. Das finde ich ganz toll eigentlich, weil es diese Form der Kunst auch für andere aufschließt so ein bisschen, die sonst nichts damit zu tun haben. Ich frage mich, wie das angenommen wird. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war einmal in so einer Veranstaltung und da waren da sehr viele Menschen, gerade auch ältere Leute, die, ich glaube, die einfach, also das ist ja billiger als die Oper. Und meine, das sind dann also tatsächlich Aufzeichnungen zum Beispiel aus der Met oder irgendwie aus also richtig großen Opern, Operettenhäusern und so. Ja, und ansonsten am 21. ist morgen, ne? Morgen ist der 21. Ja. Genau. Da kommt ja Girl, You Know It's True. In die Kinos. In die Kinos. Der Milli Vanilli-Film mit Matthias Schweighöfer, der ja gerade bei Wer stiehlt mir die Show ordentlich prädiert hat. Der Typ ist so unterhaltsam, Wahnsinn. Er ist lustig, hysterisch lustig manchmal, aber er ist wirklich unglaublich unterhaltsam und er hat richtig lustige Ideen. Und den Ausschnitt, den ich da gesehen habe und die anderen Ausschnitte, die ich auch schon gesehen habe von dem Film, ich glaube, es lohnt sich, das anzugucken. Ich habe Frank Farian 1, 2, 3 Mal getroffen und es ist überzogen, aber es hat viel Ähnlichkeit. Also wirklich, es ist also, und Matthias hat auch erzählt, dass er mit ihm selber, also mit Frank Farian selber gesprochen hat.
über diese Zeit und wie das war. Und der hat schon was von dem angenommen. Diese Haare sehen ein bisschen aus wie eine Perücke, das ist halt einfach so. Aber Frank Farian sah tatsächlich so aus, er hatte auch so komische Haare und hat sich da auch nichts drum geschert. Insofern ist das auch schauspielerisch eine große Leistung. Und die Geschichte ist tatsächlich aus heutiger Sicht, ist die Geschichte ein Drama. Weil eigentlich ist es ja heute ganz normal, dass du mittels der Technik auch Menschen, die nicht singen können, plötzlich singen. Und Popstars werden und auf der Bühne sind. Und früher war das, hat man das als einen ganz großen Fake und ein ganz großes Verbrechen gesehen. Aber die Wahrheit ist eigentlich, es ist völlig unnötig, daraus ein Geheimnis zu machen. Ich meine, man hat ja auch nie richtig, also man hat nie gesagt, jawohl, sie singen. Nur als die Klagen kamen oder als der Verdacht aufkam, hat man dann gesagt, ja, nein, sie würden wirklich singen. Das war der Fehler. Hätte man ganz von Anfang an sagen müssen, nee, singen sie nicht. Weil die Performances und sag mal so, das ein Milli Vanilli-Konzert damals war ein richtig tolles Erlebnis für alle, die da waren. Und insofern ist es doch okay. Ja. Du gehst hin, du hast ein tolles Erlebnis und gehst wieder nach Hause. Mehr wurde nicht versprochen. Und das war so. Musik war geil, Sound war geil. Dass die beiden jetzt nur den Mund bewegt haben, wäre mir persönlich heute aus heutiger Sicht egal. Damals waren viele Leute sehr angefasst darüber. Wie du sagst, aus heutiger Sicht ja auch normal. Ja, im Zweifel. Ja, genau. Ja. Also heute gibt es das viel. Aber der Film fängt jetzt an. Und dann gibt es noch 791 Kilometer. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Das ist ein 5 Menschen... Die Bahn fährt nicht, also Reality eigentlich letztlich. Und die gehen alle in ein Taxi und fahren mit dem Taxi von München nach Hamburg. Das ist jetzt nicht Reality, weil das würde keiner machen. Und es gibt ja auch alternative Transportmittel, zum Beispiel Flugzeug. Deswegen muss man gar nicht mit der Bahn fahren. Aber anyway ist das ein Kammerspiel sozusagen. Hoffen wir, dass du das morgen nicht nachspielst. Nein, weder spiele ich das morgen nach. Also ich würde lieber zu Fuß gehen, als mit 5 Leuten in einem Taxi zu fahren. Nein, würde ich nicht. So, und ansonsten ist noch Trolls und Wisch, also immer so ein bisschen Familienfilme und sowas alles. Aber so ein richtiger Weihnachtsknaller, also eigentlich, ich glaube, der Weihnachtsknaller ist tatsächlich Wonka. Vielleicht noch ein bisschen Aquaman, aber so richtige Weihnachtsknüller-Filme gibt es dieses Jahr nicht. Stimmt, ne? Ja. Ja, jetzt wo du sagst. Schade. Ist so. Und wenn der Marco krank ist, muss man noch mal sagen, bei der Gelegenheit, hat sich ja diese Jahreskarte gekauft, ne? Wo ich ja schon seit Jahren überlege, deswegen ist auch für mich eine Jahreskarte, ob sich das lohnt, eine Jahreskarte fürs Kino zu kaufen. Für welches Kino denn? Für das Kino mit den 3 Buchstaben, dessen Namen wir nicht nennen, weil wir nicht Werbung machen dürfen und so. Okay. Aber tatsächlich hat er sich diese Jahreskarte gekauft und ich glaube, er hat für den letzten Monat und für diesen Monat hat er die Kohle wieder raus, weil er so oft ins Kino gegangen ist. Wie oft muss man denn? Ich glaube, du musst im Prinzip 2-mal im Monat ins Kino gehen. Achso, ja gut. Das ist aber machbar. Das ist machbar, ja. Und wenn es ein guter Film ist, musst du ihn halt einfach nur, um die Kohle reinzukriegen, musst du ihn 2-mal gucken oder 3-mal gucken, genau. Nein, aber das ist machbar. Also ich würde ja immer schon eins machen, ich würde dann immer schon mich anmelden für die Nächte, wo man nicht weiß, welcher Film kommt, wo immer neue Filme so gezeigt werden. Sneak Previews, ja. Genau. Da würde ich mich immer anmelden für. Ja, das stimmt. Kann auch Blödsinn dabei sein. Genau. Was machst du zu Silvester eigentlich? Ich feiere mit Freunden. Ja? Ja, im relativ kleinen Kreis. Und wie macht ihr das? Gemütlich. Wir machen Käsefondue. Ja. Das hat sich die letzten Jahre so etabliert. Was sie eigentlich üblicherweise ist, ja, Raclette machen ja viele. Ja. Das habe ich dieses Jahr jetzt auf Weihnachten verschoben. Mach da mit meiner Mutter Raclette und dann an Silvester Käsefondue. Mhm. Und ansonsten, weiß nicht, böllern werden wir jetzt nicht. Käsefondue habe ich noch nie gemacht, obwohl ich finde es immer total toll, wenn man das anguckt. Ist vielleicht auch eher so was Süddeutsches, weiß ich nicht. Ja, tunkt man da nur Brot ein oder geht es auch mit Fleisch? Mit Fleisch habe ich es noch nicht gemacht. Kocht ja nicht dann, ne? Nee, kochen tut es nicht. Nee. Also Brot ist üblich und Gemüse geht. Okay. Ganz klassisch, ja. Das heißt, du tunkst eigentlich im Prinzip, irgendwas in Käse. In warme Käsesoße tunkst du das in Käse, richtig. Und isst das. So. Im Prinzip isst du Käse mit bisschen Beilage. Genau. Ja. Für Menschen wie dich, die du jung, sportlich und dünn bist, ist das überhaupt kein Problem. Für Menschen wie mich, wenn ich das machen würde, würde mein Jahr gleich anfangen damit, dass ich 4 Kilo abnehmen muss. Deswegen machen wir das nicht. Aber tatsächlich, wenn ich sehe, finde ich es immer sehr lecker. Und das ist wahrscheinlich so ein Käse, der so ein bisschen würziger auch ist, ne? Ja, das muss er. Das muss er. Und mit schönem Rotwein drin. Ja, auch das noch. Was gibt's bei dir denn? Wir machen, wir haben die letzten Jahre, also für mich ist die Zeit seit 3 Jahren oder so, wird eigentlich jedes Jahr schlechter. Gefühlt irgendwie, ist es irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt, so die Abläufe und alles, das ist alles irgendwie nicht mehr so, wie es war. Und wir haben deswegen angefangen, vor 3 Jahren uns zu überlegen, welches Silvesterritual man machen könnte, damit es nächstes Jahr besser wird. Und dann haben wir zum Beispiel mal das australische Ritual gemacht, da springst du von der Couch ins neue Jahr. Dann haben wir Englisch, Spanisch, ich meine alles Mögliche, ne? Jede Stunde eine Traube essen, wir haben alles Mögliche, haben wir schon ausprobiert. Es hat nicht dazu geführt, dass das Jahr wirklich besser geworden ist. Deswegen haben wir uns überlegt, ob wir dieses Jahr einfach frühzeitig ins Bett gehen. Also, das haben wir noch nie gemacht. Und vielleicht ist das so, dass das wie so, also frühzeitig ins Bett gehen könnte, wie in der IT-Branche, mach mal an, aus sein, haben wir gedacht.
weißt du? Ja. Das Gerät ist kaputt, was sagen die immer? Mach an, aus. Mach aus. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man geht einfach früher ins Bett, vielleicht hilft das. Kann man natürlich auch machen. Also ist das der Plan? Nee. Okay. Wir werden irgendwas essen und zusammen als Familie zusammen sein. Wir haben ja vier Hunde und von den vier Hunden haben auf jeden Fall zwei Angst vor Knallern. Stimmt, das einer ist es ganz egal und bei der Miepsi, bei unserem jüngsten Hündchen, da wissen wir nicht, wie sie darauf reagiert. Mal gucken. Stimmt, das ist auch immer ein Problem mit Tieren. Ja. Stimmt. Das heißt, wir haben da, also bei uns gibt es dann für die Tiere gibt's Eierlikör. Michael der Schaffrat war neulich hier, hat hier ein Eierlikör dabei. Da wird es ein kleines Gläschen für jeden Hund geben, je nach Körpergewicht. Und dann werden die meistens ein bisschen ruhiger und pennen ein. Dann, da, also so. Gelöst, Problem gelöst. Genau. Sehr gut. Ja, dann dürfen wir uns, glaube ich, langsam aber sicher verabschieden. Müssen wir, genau. Ich bin morgen in Berlin, wie gesagt. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns das noch im Chat. Wenn ich noch irgendwas machen muss in Berlin, dann mache ich das. Du kriegst von mir morgen einen Film aus dem Zug, ob alles geklappt hat. Sehr gut. Hoffentlich aus dem Zug. Genau. Und dann Freitag wieder hier. Und Freitag wieder hier. So machen wir das. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ebenso.